Yo! Was geht, meine lieben Geschwister? Ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Und wir machen weiter mit Kapitel 37 in Genesis, also 1. Mose. Aber bevor wir anfangen, beten wir wie immer am Anfang. Ja, Herr, ich danke dir für deine Freude, die du in uns hineinlegst, jeden Tag neu. Ich danke dir, dass es sich lohnt, dich zu loben und dass es das Lob an dich niemals enden wird. Und selbst wenn wir Menschen aufhören würden, dich zu loben, würden dich die Steine weiterhin preisen. In Jesu Namen danke ich dir dafür. Amen. Ja, wir lesen Kapitel 37, Vers 1. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Wir lesen hier also, Jakob wohnt in diesem Land, wo auch schon Abraham und Isaak gewohnt haben. Einerseits natürlich das Land der Verheißung, also dort, wo er auch wohnen soll, beziehungsweise das Land, was das spätere Volk Israel dann auch erben wird. Also ja, eigentlich genau an der richtigen Stelle sozusagen. Andererseits wird es hier aber auch trotzdem als das Land beschrieben, in dem sein Vater und wahrscheinlich auch er und sein Opa Fremdlinge sind. Und trotzdem eben ist er an der richtigen Stelle. Obwohl er Fremdling ist, ist er an der richtigen Stelle. Und genauso ist es auch mit uns. Die Bibel sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Wohnen aber trotzdem immer noch in dieser Welt oder leben in gewisser Weise in dieser Welt. Und ja, und wir sind auf dieser Welt an der richtigen Stelle, auch wenn wir Fremdlinge sind, auch wenn wir zum Himmelreich Gottes gehören, zum Königreich des Himmlischen gehören, so sind wir doch hier auf der Erde an der richtigen Stelle. Und unsere Aufgabe ist es, genau dieses Himmelreich zu vertreten, Menschen zu Gott zu führen, Menschen zu ermutigen, in ihrem Glauben zu wachsen und voranzugehen. Und die Menschen sollen natürlich durch das, was wir sagen und tun und machen, Gott erkennen, aber sie nicht nur dadurch, dass wir aktiv auf sie zugehen, das ist zwar auch wichtig und das ermutige ich jeden von uns dazu, das mehr zu machen, weil ich glaube, das machen wir viel zu wenig. Aber auch natürlich einfach nur durch das, wie wir sind und was wir sind, sollen sie auch schon ermutigt werden und sie sollen sehen, hey, die sind anders, die sind Fremdlinge in gewisser Weise. Und das ermutige ich uns einfach auch, dass die Leute erkennen, dass wir Fremdlinge sind, dass wir nicht von dieser Welt sind, weil wir es schaffen, zum Beispiel Freude zu haben, wo andere einfach bedrückt sind, dass wir in solchen Momenten trotzdem schaffen, Freude zu haben, weil eben unsere Quelle der Freude nicht irgendwelche Situationen sind oder nicht irgendwelche materiellen Güter sind oder auch immaterielle Güter, sondern die Quelle unserer Freude ist Jesus Christus, ist Gott, weil ja, er ist einfach unser Schöpfer und er ist auch die Schöpfung unserer Freude. Nicht die Schöpfung, sondern der Schöpfer unserer Freude und wir sind seine Schöpfung. Wir lesen dann weiter in Vers 2. Und dies ist die Geschichte des Geschlechtes Jakobs. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Das war ein langer Vers. Wir merken hier, es geht anscheinend jetzt um Josef hauptsächlich. Die anderen werden nicht mal mit Namen genannt, sondern einfach nur Söhne von ihren Müttern. Und das heißt, es wird hier wirklich Wert gelegt auf Josef. Und es wird auch im Kapitel um Josef gehen und auch in den nächsten Kapiteln wird es viel um Josef gehen. Warum genau, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall ist er hier ein junger Mann. Wir wissen, die anderen Brüder sind älter als er.
Es gibt nur einen, der ist jünger, das ist der Benjamin, der aber relativ ja, nicht so häufig erwähnt wird und nicht so häufig überhaupt irgendwie aktiv irgendwas macht. Es ist später in den Kapiteln zwar ganz kurz mal was, aber egal, auf jeden Fall, es geht um Josef. Und Josef, der hier etwas tut, was für uns eigentlich nicht so toll sich anhört, und zwar, wir würden sagen, er ist eine Petze. Er sagt immer, wenn die anderen etwas angestellt haben oder wenn andere über sie schlecht reden, dann sagt er das dem Vater. Und das macht ihn natürlich unbeliebt bei seinen Brüdern. Ich würde, jetzt kann man sich fragen, okay, warum macht er das? Ist er wirklich einfach so ein blöder Junge, der einfach nur hier die ganze Zeit petzt, um sich selber gut darstellen zu wollen? Oder was ist mit ihm los? Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, okay, vielleicht ist Josef einfach ein Naiver, einer, der so ein reines Herz hat, dass es ihn, dass er gar nicht drüber nachdenkt, dass es, ja, dass ihn das bei seinen Brüdern verhasst machen könnte, wenn er das sagt. Und das eben nicht sagt, um sie schlecht machen zu wollen, sondern es sagt, um Gerechtigkeit walten lassen zu wollen, weil er eventuell einen hohen Gerechtigkeitssinn hat, eventuell einfach so eine gute Beziehung zu seinem Vater hat, dass er da ja keinerlei Geheimnisse hat, weil manchmal kann es ja einen auch bedrücken, wenn man zusammen mit Freunden oder Verwandten etwas anstellt und dann die Abmachung trifft, ja, das darf keiner erfahren, kann sowas natürlich auch bedrücken. Und ja, Josef geht solche Dinge gar nicht erst ein, er lässt sich gar nicht erst bedrücken, weil er es einfach direkt gleich sagt. Aber ja, wie wir uns schon denken können, macht es ihn bei seinen Brüdern trotzdem nicht beliebter. Wir lesen lustigerweise auch nicht wirklich, dass Jakob jetzt sauer wäre auf die anderen, je nachdem, was die da angestellt hätten oder sowas. Wir wissen nicht mal, ob sie wirklich was angestellt haben oder ob die anderen des Landes, die anderen Hirten und die anderen Bewohner des Landes einfach nur schlecht über sie reden, weil es gerade, ja, weil sie einfach lästern und es eigentlich gar keinen Grund gibt, sondern der einzige Grund ist, weil eben Jakobs Söhne Fremdlinge sind. Dann wäre es natürlich gar keine Petze, sondern dann wäre es eigentlich gegen die anderen Völker, um sozusagen seine Brüder in Schutz zu nehmen. Weil manchmal ist es ja so, dass man, wenn die Eltern dich etwas fragen, man dann schlecht reagiert und die Eltern dann verwirrt sind und gar nicht wissen, warum man jetzt schlecht reagiert und sich vielleicht es dann persönlich nehmen und denken, man hat schlecht reagiert wegen den Eltern. Wobei der Grund eigentlich ist, dass man Probleme in der Schule hatte. Und eventuell ist es hier auch so, dass Jakob hat irgendwie Schwierigkeiten mit seinen Söhnen zu interagieren. Und Jakob erklärt ihm hier, ja, der Grund bist, Josef erklärt dann Jakob hier, der Grund bist nicht du, sondern weil eben die anderen über dich lästern. So haben wir hier ganz viele Möglichkeiten, die offen sind, eventuell wieder alle ein bisschen was gelten, eventuell eben auch weitere Möglichkeiten, die ihr euch ausdenkt. Auf jeden Fall sagt er hier seinem Vater immer, wenn schlecht über die Brüder geredet wird. Wir lesen dann weiter in Vers 3. Israel, also Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Hier passiert etwas, was eigentlich nicht unbedingt passieren sollte, und zwar, dass der Vater einen Sohn bevorzugt. Hier wird als Begründung genannt, weil er der Sohn seines Alters ist, also obwohl er sehr alt war, trotzdem nochmal einen Sohn bekommen hat. Theoretisch
Stand da ist ja Benjamin schon geboren. Das haben wir im vorletzten Kapitel gehört, dass Benjamin da schon geboren wurde. Deswegen eigentlich müsste er ja, wenn wirklich das die Begründung wäre, müsste er Benjamin ja noch lieber haben, weil da war er ja noch älter. Deswegen komisch, dass er hier Josef bevorzugt. Warum? Genau, also wie gesagt, hier steht zwar als Begründung, weil er der Sohn seines Alters ist, da müsste er, wie gesagt, eigentlich Benjamin entweder gleich viel oder sogar noch mehr lieb haben, weil er ja bei Benjamins Geburt noch älter war. Eventuell, aber auch nicht, weil eben bei Benjamins Geburt Rahel gestorben ist und er deswegen sozusagen die Waage wieder nach unten bringt und schlussendlich dann Josef bei der Waage nach oben geht, weil er auch der Sohn des Alters ist, aber Rahel nicht gestorben ist und Benjamin zwar ein Sohn des noch höheren Alters ist, aber da eben Rahel gestorben ist. So könnte man sich es eventuell erklären. Trotzdem ist es natürlich nicht gut, wenn man ein Kind bevorzugt. Also jetzt an alle Eltern, ihr solltet keins eurer Kinder bevorzugen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr alle exakt gleich behandeln solltet. Ihr solltet nur alle exakt gleich lieben. Aber jeder braucht Liebe auf eine andere Art und Weise. Für den einen ist es wichtig, Zeit zu verbringen. Für den nächsten reicht es aus, Geschenke zu geben. Und so weiter und so fort. Der andere braucht viel Lob. Der andere braucht vielleicht mehr Hilfsbereitschaft oder so. Ihr kennt eure Kinder besser als ich. Findet einfach heraus, was ihre Liebessprache ist und wie ihr ihnen die Liebe zeigen könnt. Jakob hier macht es leider in Anführungszeichen falsch, weil er eben Josef bevorzugt und ihm hier ein besonderes Geschenk macht. Hier steht einen bunten Rock. Warum ist es so wichtig unbedingt, dass er bunt war? Weil es normalerweise die Kleidung eher weiß bzw. braun oder schwarz war, weil das normal die Fellfarbe war bzw. die Farbe der Wolle. Bunt würde bedeuten, dass man es färben musste, also künstlich eingreifen sozusagen, weil bunt ist nichts, was natürlich an einem Schaf dran ist, beziehungsweise an einem Fell dran ist. Das heißt, man müsste es dann entweder mit gewissen Pflanzen oder gewissen Tieren, wie zum Beispiel Purpurschnecken, wobei, ob er da das benutzt hat, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall hat er es eingefärbt, das heißt, er hat nochmal extra Arbeit reingesteckt. Er hat nicht nur, ich meine, Kleidung ist sowieso schon Arbeit, aber auch noch dann diese Wolle gefärbt, was nochmal extra Arbeit ist sozusagen. Und eventuell auch je nachdem, welche Farbe eben auch noch extra Kosten. Das heißt, er hat hier ja, sehr viel Aufwand betrieben, Jakob, um Josef dieses Geschenk zu machen. Es war ein besonderes Geschenk. Weiter, was bedeutet bunt noch? Bunt bedeutet natürlich, wenn alle anderen weiß, braun, schwarz, grau anhaben und du aber blau, rot, grün, gelb, was auch immer, dann stichst du hervor oder du wirst hervorgehoben. Es ist so wie im Straßenverkehr, die gelben Westen, die sieht man gleich, weil alles andere auf der Straße relativ grau ist. Deswegen hier auch eine Hervorhebung. Er wird als Sohn hervorgehoben, nicht nur, dass er überhaupt ein Geschenk bekommt, sondern eben auch noch dieses Geschenk. Immer wenn er das anhat, sehen die anderen das. Es fällt schon von weitem auf. Wenn man weit weg ist, kann man ihn schon von allen anderen unterscheiden, während man die anderen wahrscheinlich nicht unterscheiden kann von weiter weg, weil sie eben alle ungefähr gleiche Kleidung anhaben.
Also falls jetzt nicht alle so großartig unterschiedliche Größe gehabt hätten. Aber wahrscheinlich, wie gesagt, konnte man auf jeden Fall Jakob von Weitem schon erkennen, dass er anders ist, dass er in Anführungszeichen besonders ist. Und das ist, ja, das ist natürlich für die Brüder nicht so toll. Aber was trotzdem etwas noch ganz kurz, bevor wir auf die Brüder eingehen, etwas, was wir trotzdem für uns hervornehmen können, wenn wir jetzt das sozusagen übertragen sehen. Wir sind die Kinder von Gott und Gott hat uns besonders lieb und er highlightet uns. Er stellt uns besonders, weil er jedem von uns eine besondere Gabe geschenkt hat. Eine Gabe, die nur wir haben, beziehungsweise eine Aufgabe, die nur wir haben, einen Auftrag, den nur wir erfüllen können. Also er hat zwar auch Aufträge, die für jeden sind, zum Beispiel Gottes Wort in die Welt hinaustragen. Das ist etwas, was für jeden ist, oder Dämonen austreiben oder solche Sachen. Das kann theoretisch jeder machen oder taufen theoretisch auch. Aber es gibt trotzdem gewisse Dinge, die nur du tun kannst. Es gibt auch gewisse Dinge, die nur ich tun kann. Es gibt auch gewisse Dinge, die nur dein Bruder tun kann. Und es gibt gewisse Dinge, die nur deine Schwester tun kann. Und es gibt gewisse Dinge, die nur deine Mutter tun kann. Und so weiter. Und dein Vater. Und ja, deswegen ist es wichtig. Ja, wir werden eventuell von außen gehasst werden, weil wir eben hervorgehoben werden. Und es passt zum Anfang, was ich gesagt habe, mit wir sind Fremdlinge. Und alle anderen werden uns wahrscheinlich dann ja nicht unbedingt wohlgesonnen sein, weil eben Gott... wenn wir zu Gott gehören, dann werden wir hervorgehoben werden. Und alle, die noch nicht zu Gott gehören, werden Schwierigkeiten haben mit uns und werden eventuell neidisch sein oder werden sonst irgendwie gegen uns handeln. Und das ist einfach etwas, wo ich euch ermutige, dass ihr dann trotzdem an Gott festhaltet. Wir gehen aber wieder zurück in die Geschichte und lesen den nächsten Vers, Vers 4. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Ja, genau, das unterstützt einfach das, was ich gerade gesagt habe. Für die Geschichte ist es logisch, dass hier die Brüder sauer sind auf Josef. Schwierigkeiten bekommen, mit ihm freundlich umzugehen. Und im übertragenen Sinne wird es eben auch so sein, mit alle, die Gott noch nicht kennen, werden Schwierigkeiten haben mit euch, wenn ihr Gottes Kinder seid, weil ihr eben bunt seid, während die anderen nur in Grautönen sind. Ihr Leben ist nur ein Grauton, während unser Leben mit Gott, beziehungsweise ein Leben mit Gott, ist ein farbenfrohes Leben. Ein buntes Leben und ja, es bringt einfach auch, es bringt Freude anzusehen, es bringt eine Ästhetik mit sich, die schon von Weitem erkennbar ist. Und das ist es, was wir auf jeden Fall für uns mitnehmen können und hoffentlich auch jeder von uns mitnimmt. Wir lesen dann weiter im nächsten Vers, Vers 6. Denn er sprach zu ihnen, höre doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde, und meine Gabe richtete sich auf und stand, aber eure Gabe stellten sich ringsherum her und neigten sich vor meiner Gabe. Ja, hier sehen wir einen Traum, den Josef hatte. Und dieser Traum, ja, er zeigt, dass er sozusagen steht in der Mitte und alle anderen, seine Brüder, stehen um ihn herum und verneigen sich. Im Symbolischen jetzt mit Gaben, also mit Getreide. Und aus der Sicht von den Brüdern denken die sich wahrscheinlich, Junge, der überhebt sich hier über uns, der denkt, er wäre was Besseres.
Das würde wahrscheinlich jeder von uns denken, wenn er das hören würde. Wie gesagt, wir wissen nicht ganz genau, ob hier Josef wirklich so hochmütig war und das und es deswegen erzählt hat. Ich meine, er kann ja nichts für den Traum, aber er kann was dafür, ob er ihn erzählt oder nicht. Eventuell aber war er einfach nur so hingerissen von diesem Traum. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Träume hattet, die euch einfach so beschäftigt haben, dass ihr sie irgendjemandem erzählen musstet. Und deswegen auf jeden Fall, was auch immer der Grund war, er erzählt es hier. Die Brüder sind sauer auf ihn. Und um jetzt ein bisschen etwas vorwegzunehmen, wissen wir natürlich, das war ein prophetischer Traum. Also ein Traum, der sich dann schlussendlich in gewisser Weise auch erfüllt. Interessanterweise erfüllt er sich sogar tatsächlich ziemlich genau so, wie er da ist. Und zwar nicht nur, dass die Brüder sich verbeugen, sondern auch, dass die Gaben, also das Getreide, eine Bedeutung hat, weil das die Zeit, in der es sich erfüllt, ist eine Zeit, als die Brüder zu ihm kommen, um Getreide zu kaufen. Also selbst das Getreide hier hat nicht nur eine symbolische, sondern auch eine wortwörtliche Bedeutung, was ziemlich interessant ist. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein Vorgriff auf die weiteren Kapitel. Was können wir für uns mitnehmen? Auf jeden Fall mal hier eine Gabe, die eine Gabe des Heiligen Geistes. Alle, die schon länger dabei sind und schon die Bibel besser kennen und schon vielleicht ein paar Mal durchgelesen haben und auch das Neue Testament schon gelesen haben, wissen, es gibt, der Heilige Geist schenkt uns Gaben. Also wenn der Heilige Geist bei uns einzieht, dann wirkt er auch durch uns und durch jeden auf verschiedene Art und Weise mit verschiedenen Gaben. Und eine Gabe, die hier eben auch alttestamentlich sozusagen, die im Neuen Testament nicht wirklich erwähnt wird, in der Auflistung zumindest nicht. Aber da sehen wir auch, dass die Auflistung nur einen kleinen Teil abdeckt. Und zwar die Gabe des prophetischen Traumes oder der Visionen. Auch in Joel haben wir sogar eine Prophetie, wo es darum geht, dass dass Gott seinen Geist ausgießen wird und alte und junge Männlein und Weiblein werden Träume und Visionen haben. Und hier ist es eigentlich schon im Alten Testament bei gewissen Menschen, zum Beispiel eben Josef und später auch Daniel, aber auch das ist ein Vorgriff, haben diese Gabe dieser Visionen oder dieser Träume, dieser bedeutungsvollen Träume. Ich meine, wir träumen relativ häufig. Ich vermute nicht, dass alle Träume eine Bedeutung haben. Eventuell gibt es eben einen gewissen Unterschied zwischen Träumen und Visionen sozusagen. Oder wie auch immer man es nennen will, Träumen und Gesichten. Oder Träumen und Offenbarungen oder Visionen und Offenbarungen, wie auch immer da jetzt die Wortbedeutungsdefinitionen sind, kann man sich mal überlegen, aber auf jeden Fall, es gibt Unterschiede zwischen dem, was du nachts erlebst und eine Bedeutung hat und dem, was du nachts erlebst und keine Bedeutung hat. Hier aber, wie gesagt, die Gabe der bedeutungsvollen Träume, die dann eben prophetische Träume sind, also wirklich eine Aussage haben, hat hier Josef, wir sehen es auch später noch in der ganzen Josef-Geschichte, dass ihm diese Gabe zu Großem verhelfen wird. Gott wird dadurch groß durch ihn wirken, also sehr, sehr groß, unfassbar groß. Unstellbar groß, unvorstellbar groß. Und das, ihr könnt euch einfach danach ausstrecken, das ist das, was ich euch mitgeben will. Der Heilige Geist hat für euch Gaben, nicht nur die in dieser Auflistung im Neuen Testament, die Paulus da aufzählt, sondern es gibt noch weitere Gaben, unter anderem eben das mit den Träumen und natürlich damit verbunden auch Träume deuten. All das liegt in Gottes Hand und nach all dem können wir uns ausstrecken und wir können Gott darum bitten,
dass ihr diese Gabe bekommt, dass ihr die Träume von anderen beziehungsweise auch eure eigenen Träume auslegen könnt, also die Bedeutung erklären könnt. Wie gesagt, falls sie überhaupt eine Bedeutung haben. Aber ich denke mal, Träume, die uns länger beschäftigen, über die wir länger nachdenken, haben, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass sie eine Bedeutung haben. Wenn es jetzt nur ein Traum ist, der uns vielleicht ein, zwei Tage lang beschäftigt, dann eventuell nicht, wenn er danach, wenn wir ihn danach vergessen. Aber wie auch immer, es kann auch sein, dass Gott uns mehrmals in verschiedenen Träumen, die aber ähnlich sind und dann eben die gleiche Bedeutung haben, uns so zeigt, dass er durch uns spricht, weil Gott eben auch durch Träume spricht. Es gibt auch ganz viele Leute, die eben durch Träume zum Glauben gefunden haben, die in Träumen zum Beispiel Jesus begegnet sind oder vors Kreuz gekommen sind oder was auch immer, eventuell sogar in den Himmel gekommen sind und dort einfach dann Sachen erlebt haben und so zum Glauben gekommen sind. Auch Leute, die nichts mit dem Glauben am Hut hatten oder vielleicht sogar gegen den Glauben vorgegangen sind und Gläubige verfolgt haben. Ja, all das ist möglich. Mit Gott ist alles möglich. Und hier aber, wie gesagt, in der Geschichte, er hat zwar diese Gabe, aber seine Brüder fühlen sich angegriffen. Und auch das ist etwas, manchmal kann es sein, dass wir einfach durch Missverständnisse untereinander, jetzt in menschliche Interaktion generell, kann es sein, dass wir aneinander sozusagen vorbeireden. Der eine will einfach nur etwas Cooles, Persönliches teilen, der andere versteht aber dann einen Angriff auf das eigene Persönliche. Und all das sind, führt einfach zu Missverständnissen und durch Missverständnisse dann auch zu Streitereien und letztendlich dann auch zu Trennungen. Und das ist alles eigentlich einfach nur aus unserer menschlichen Dummheit, weil wir relativ egoistisch denken und gar nicht verstehen, was der andere denn eigentlich sagen will und gar nicht verstehen, dass das, was der andere sagt, eigentlich nichts mit einem selber zu tun hat, sondern man sich einfach freuen sollte mit dem anderen oder was auch immer. Oder einfach nochmal nachfragen am besten, um Missverständnisse aus dem Weg zu gehen. Das will ich euch einfach mitgeben. Vermeidet Missverständnisse untereinander, weil Missverständnisse führen zu Trennungen, die eigentlich unnötig sind. Schlussendlich wird wahrscheinlich Gott dann, falls diese Trennung wirklich unnötig war, euch wieder zusammenführen, so wie eben auch hier in dieser Geschichte, aber das ist auch ein Vorgriff. Aber es ist eigentlich unnötig gewesen, diese Trennung in gewisser Weise. Wobei natürlich bei Gott nichts unnötig ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn es sich vermeiden lässt, dann vermeidet es. Wir lesen dann weiter. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind und um seines Traumes und seiner Worte willen. Hier lesen wir also genau, dass sie reagieren sauer. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, wie er es ihnen erzählt hat, ob er es wirklich hochnäsig ihnen erzählt hat oder ob es einfach nur aufgeregt war von diesem coolen Traum. So oder so, sie nehmen es auf jeden Fall wahrscheinlich hochnäsig wahr. Sie nehmen es als Angriff wahr, sie nehmen es als als Überheblichkeit wahr. Als Hochmut nehmen sie es wahr. Ob es jetzt Hochmut war oder nicht, kann man sich, wie gesagt, drüber streiten. Aber die Brüder sind hier sehr verletzt, logischerweise in gewisser Weise auch. Wir lesen dann auch weiter in Vers 9. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Das ist ein interessanterer Traum,
weil hier noch Sonne und Mond hinzugefügt werden zu den 11 Sternen. Also er ist ähnlich zum vorherigen, wo auch 11 sich vor dem einen verbeugen. Hier verbeugen sich auch 11 vor dem einen, zusätzlich aber noch zwei weitere, und zwar Sonne und Mond. Also erstmal, er sieht sich als Stern, das heißt, er sieht sich schon mal in gewisser Weise niedriger als Sonne und Mond. Sonne und Mond haben hier schon eine extra Stellung, während er sich schon als eine Kategorie mit den anderen 11 sieht. Daran sieht man, dass es eben er doch gewisserweise gleich ist zu den 11 zumindest, und Sonne und Mond eben extra sind. Was das dann bedeutet, kommen wir gleich dazu. Aber spätestens hier würde ich dann sagen, okay, er hat jetzt wirklich einen zweiten Traum ihnen nochmal erzählt. Heißt, entweder hat er nicht verstanden, dass die Brüder nicht wollen, dass du ihm Träume erzählst, weil ich meine, er müsste doch eigentlich schon beim ersten Traum gecheckt haben, die wollen das nicht hören oder die haben keinen Bock mehr oder die sind jetzt sauer auf mich. Also entweder hat er das nicht gecheckt und war jetzt wieder so von seinem Traum so überwältigt und fand ihn so cool, dass er ihn unbedingt wieder teilen musste. Und ist einfach gar nicht auf die anderen eingegangen, dann wäre Josef ein nicht sehr mitfühlender Mensch. Also hat nicht unbedingt ein Einfühlungsvermögen. Oder wie gesagt, er wusste von Anfang an, dass sie sauer sind, ist aber trotzdem einfach hochmütig und macht deswegen weiter. Dann ist er, wie gesagt, hochmütig. Das heißt, entweder hat er nicht so ein großes Einfühlungsvermögen, oder er ist hochmütig, oder eben er hat wirklich gar nichts gecheckt, beziehungsweise er ist einfach so überwältigt und so froh gewesen an seinen Träumen, dass er die unbedingt teilen muss, und er deswegen vielleicht vergessen hat, was passiert ist, als er das erste Mal ihm das erzählt hat. Diese drei Möglichkeiten, oder wie gesagt, noch weitere Möglichkeiten gibt es. Wir lesen aber jetzt weiter, weil als sie es dann dem Vater, also Jakob, erzählten, schalte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir niederfallen? Wir sehen hier also, Josef erzählt es nicht nur den Brüdern diesmal, sondern eben auch dem Vater, beziehungsweise der Vater kriegt es mit. Und er ist natürlich, denkt sich so: Junge, Alter, soll das etwa heißen, deine Mutter und ich sollen uns vor dir beugen? Wir sehen hier, Sonne und Mond stehen also für Mama und Papa sozusagen. Auf der einen Seite, Josef träumt hier, er ist ein Stern zusammen mit den 11 Sternen. Und Sonne und Mond sind schon nochmal etwas anderes, etwas Spezielleres. Das heißt, insofern ist es eigentlich sogar etwas Gutes für Papa und Mama, weil sie sind etwas Spezielles. Auf der anderen Seite natürlich, sie verbeugen sich auch vor dem einen Stern, was super respektlos rüberkommen kann, wenn man zu seinen Eltern sagt: ich habe geträumt, ihr verneigt euch vor mir. Und ich vermute mal, dass so respektlos Josef nicht war, dass er das damit sagen wollte oder er es deswegen ihnen erzählt hat, sondern wie gesagt, wahrscheinlich eher, weil er entweder nicht so ein hohes Einfühlungsvermögen hat, oder er einfach so aufgeregt war von diesem wunderbaren Traum, weil ich glaube nicht, dass er so hochmütig war, dass er sich selbst über seinen Vater, der ihn ja eigentlich lieb hatte, überhoben hat. Aber es kann natürlich sein, weil Josef immer verwöhnt wurde bisher in seinem Leben und oftmals hochmütige Menschen in ihrer Kindheit verwöhnt wurden, und deswegen eben
ja, sich einfach als etwas Besseres sehen und sich schlussendlich dann auch über ihre Eltern erheben. Was auch interessant ist, in diesem Vers ist, dass Jakob sagt, sollen denn deine Mutter und ich uns vor dir verbeugen, weil zu der Zeit Rahel, also Josefs leibliche Mutter, schon nicht mehr gelebt hat. Also heißt, entweder redet hier Jakob über Rahel und sozusagen über ein, dann wäre es sozusagen eine Zeit, die nach dem Tod kommt, dass nach dem Tod dieses Geschehnis sein soll. Oder er erwähnt hier Lea als Josefs Mutter, weil Lea sozusagen noch die einzige übrig gebliebene wirkliche Ehefrau von Jakob ist. Es gibt zwar noch Silpa und Bilha, aber die sind eher so Nebenfrauen und nicht Hauptfrauen. Und ich glaube eher das Zweitere, also dass Jakob hier Lea meint. Warum, das werden wir noch später genauer uns ansehen. Aber Lea ist auch diejenige, die dann schlussendlich im Erbbegräbnis einen Platz findet, während Rahel, das haben wir schon gehört, er wurde auf dem Weg nach Bethlehem bzw. in Bethlehem begraben und nicht in diesem Erbbegräbnis, das Abraham gekauft hat und in dem auch Sarah liegt und in dem auch Isaac liegt und in dem auch Rebekka liegt. Deswegen scheint es hier, dass Jakob hier Lea erhöht und in eine Position bringt, die er wahrscheinlich anfangs noch nicht dachte, weil anfangs wollte er ja ursprünglich nur Rahel heiraten. Durch Laban kam es aber dann dazu, dass Lea hineingerutscht ist. Aber es, wie gesagt, wahrscheinlich Gottes Wille ist, weil Lea erstens auch mehr Söhne bekommen hat, zweitens Lea dann auch die Diener bekommen hat, durch die dann die Geschichte mit Sichem nicht passiert wäre, wenn Lea nicht gewesen wäre. Und hier jetzt spätestens Lea auch immer noch weiterlebt, obwohl ihre jüngere Schwester jetzt schon gestorben ist und Jakob sozusagen nur noch sie hat und er sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit, im Laufe der Ehe sozusagen, auch wirklich in Anführungszeichen an sie gewöhnt hat und er war zwar verliebt in Rahel, aber es scheint so, als würde er jetzt anfangen oder tut es schon, Lea zu lieben. Er ist zwar nicht unbedingt verliebt gewesen, aber er liebt sie und er schätzt sie und er erhöht sie hier auch, indem er sie sogar als Mutter von Josef nennt. Wir lesen dann weiter in Vers 11. Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Also, dass seine Brüder neidisch waren, das war wahrscheinlich schon davor so, aber es hat sich jetzt halt noch verstärkt oder es wurde jetzt ja einfach ein ausgeprägter Neid sozusagen. Sein Vater aber, obwohl er hier sauer war, behält diese Worte, ja, er behält diese Worte im Herzen oder wo auch immer er denkt über diese Worte nach, was auch immer das bedeuten soll, er behält diese Worte. Dieser Ausdruck erinnert mich an auch wieder eine neutestamentliche Geschichte, als Maria Jesus geboren hat und dann die Weisen kommen und so weiter, all das passiert und all diese Dinge über Jesus aussprechen und da heißt es, und Maria behielt all diese Worte in ihrem Herzen. So an diesen Ausdruck erinnert mich auch dieser Ausdruck hier mit Jakob, der hier diese Worte behält, interessanterweise, obwohl er sauer war auf sie, also auf die Worte und auf Josef natürlich, dass er so etwas wagt zu sagen. Aber es könnte natürlich sein, dass Jakob hier dann auch verstanden hat, dass es Josef eben nicht hochmütig meint, sondern aus einem der anderen beiden Gründen, die wir jetzt schon genannt haben. Und es deswegen auch nicht wirklich annehmen kann im Sinne von, er ist jetzt froh darüber, aber annehmen kann im Sinne von, okay, vielleicht
Vielleicht kommt es ja tatsächlich von Gott, vielleicht liegt da ja wirklich was dran an diesem ganzen, diesen Vermutungen oder diesem Traum. Und Jakob, der, ich finde es übrigens interessant, dass manchmal Jakob steht und manchmal Israel, obwohl er ja jetzt eigentlich Israel heißt, steht trotzdem manchmal noch Jakob. Aber das ist nur eine Nebensächlichkeit, das könnte man auch mal untersuchen, ob das eine Bedeutung hat, wann Jakob steht und wann Israel steht. Auch das gebe ich euch gerne mit. Aber auf jeden Fall hier, er behält diese Worte und schlussendlich erfüllen sie sich auch, das wissen wir. Auch das ist etwas, was wir mitnehmen können für uns. Wir sollten diese Worte behalten, wenn Prophetien über uns ausgesprochen werden. Dann behaltet wirklich diese Worte, schreibt sie euch auf, auch wenn ihr eventuell Träume habt, die euch eben länger beschäftigen, auch die könnt ihr euch aufschreiben, ein Traumtagebuch oder was auch immer führen, weil eventuell wird Gott in vielen Jahren tatsächlich diesem Traum eine Bedeutung geben, die ihr dann auch verstehen könnt und seht, okay, das hat sich erfüllt. Also die Bedeutung des Traumes hat sich erfüllt und ja, seid einfach, bewegt diese Dinge in euren Herzen, denkt über diese Dinge nach, beziehungsweise schreibt sie auf, lasst sie nicht im Nebel der Ungewissheit oder des Vergessens verschwinden, sondern haltet an diesen fest, weil auch das können natürlich, wenn es von Gott kommt, sind es natürlich auch Versprechen und Verheißungen von Gott. Und wir wissen ja, Glauben heißt an den Verheißungen festhalten. Aber wir können natürlich auch nur an den Verheißungen festhalten, wenn wir wissen, was die Verheißungen sind. Deswegen auch hier wieder, denkt einfach daran und haltet daran fest. Ja, wir lesen dann weiter, dass Jakobs Brüder gehen dann aufs Feld und sollen die Schafe hüten und Josef soll dann zu ihnen gehen und ihnen einfach gucken, was sie so treiben, was sie so machen. Erst findet er sie nicht und irrt auf irgendeinem Feld herum, aber ein Mann findet ihn dann und ja, sagt ihm einfach, wo seine Brüder sind. Sie sind nämlich dann in eine andere Richtung gegangen und Josef geht dann dorthin und die Brüder sehen ihn dann von weitem und sagen zueinander, jo, lass ihn mal umbringen und in eine Grube werfen, weil dann werden wir sehen, wie es mit seinen Träumen weitergeht. Denn er ist so ein Träumer und so weiter. Das könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr wollt. Dann steht aber in Vers 21, als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Hier Ruben also eine, macht hier eigentlich einen guten Vorschlag, zumindest vergleichsweise. Er will, dass sie ihn nicht direkt töten, sondern dass sie ihn hier einfach in eine Grube reinwerfen, damit er dann später zu ihm kommen kann und ihn einfach wieder zum Vater bringen kann und ihn retten kann. Hier eigentlich eine sehr heldenhafte Tat von Ruben. Warum auch Ruben hier zu Josef steht, wissen wir nicht ganz genau. Wir wissen nur, dass dass Ruben ein Sohn Leas war, dass er der Älteste oder der Zweitälteste war, also mehr Verantwortung auf ihm lag als einer der Älteren für die jüngeren Brüder. Und deswegen meistens die Älteren, von denen natürlicherweise mehr die einfach von Natur aus mehr Leiterschaftspersonen sind,
weil sie einfach es gewohnt sind, von ihren Geschwistern auf die aufzupassen. Meistens, zumindest bei guten älteren Geschwistern. Und hier auch bei Ruben eben ist es sehr ausgeprägt, auch dieses Beschützerinstinktmäßige, dieses auf die Jüngeren aufpassen, um die Jüngeren sich sorgen und so weiter. Und teilweise auch vielleicht dieses Weitergedachte, er weiß vielleicht, was es mit Jakob machen würde, wenn Josef jetzt getötet werden würde. Und natürlich weiß er auch, er ist nicht nur um Josef besorgt, sondern er weiß natürlich auch, es wäre ein Gräuel, wenn die anderen Brüder sozusagen diese Schuld auf sich bringen, weil auch das wäre dann nicht nur für Josef tragisch, sondern es wäre auch für die anderen Brüder tragisch, die dann eben sich nicht nur mit ihrem Vater schuldig werden an ihrem Vater, sondern auch schuldig werden an Gott natürlich. Und all das hier, deswegen Ruben, eventuell, weil er eben einer der Älteren ist, hat hier diese, in Anführungszeichen, Voraussicht, ist hier etwas milder sozusagen mit Josef und will ihn dann schlussendlich natürlich auch retten, heimlich. Wobei hier dann seine Voraussicht, weiß ich nicht, wie da dann seine Voraussicht ist, weil wenn er ihn rettet, hätte er alle, oder wüssten ja die Brüder, dass er ihn gerettet hat. Das heißt, dann hätte er alle Brüder gegen sich. So oder so, wir wissen jetzt auch nicht, wie die Beziehung natürlich unter den Brüdern untereinander war. Ja, wie die sich so interagiert haben und so weiter. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, hier Ruben will eine noble Tat begehen. Wir lesen aber dann weiter in Vers 23. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm den Rock aus, den bunten, und warfen ihn dann in die Grube. Also sie zogen ihm das aus. Und im nächsten Vers dann werfen sie ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser war darin. Also es war so eine Art Brunnen oder so eine Zisterne oder sowas. Ja, sie ziehen ihm erstmal den Rock aus. Heißt natürlich, wir haben es schon mal besprochen, am Anfang der Folge, dieses herausstechende, Besondere nehmen sie ihm weg. Sie wollen ihn sozusagen auf eine Ebene bringen, beziehungsweise sogar auf eine untere Ebene bringen. Sie wollen ihn hier niedermachen, auch symbolisch durch eben diesen Rock, dieses Kleid, oder Mantel, der hier eben für die Besonderheit, für das Herausstechen steht. Und sie machen ihn jetzt, sie demütigen ihn damit, nicht nur im Sinne von, dass er jetzt nackig ist, das natürlich auch, aber auch im Sinne von, dass er eben jetzt nicht mehr dieses Erhobene, dieses Majestätische, dieses Besondere, dieses Hervorgehobene, dieses Herausstechende, das hat er jetzt nicht mehr. Und deswegen ist er jetzt auf viele Stufen hinuntergefallen sozusagen. Auch dafür steht natürlich die Grube. Er ist jetzt nicht mehr auf einer, also mit dem Rock war er über den Brüdern sozusagen. Trotzdem hat er in dem Traum, haben wir gehört, er war ein Stern mit den anderen, die auch Sterne waren. Das heißt, er war trotzdem noch irgendwie auf demselben Boden wie die anderen. Und jetzt aber die Grube auf einmal und das Ausziehen des Rockes und er fällt tief. Das sind die drei Ebenen, die hier Jakob in diesem Kapitel durchmacht. Er fängt oben an, ist aber eigentlich irgendwie doch noch auf der gleichen Ebene, aber jetzt spätestens ist er nicht mehr auf der gleichen Ebene, sondern auf einer unteren Ebene. Er ist jetzt in den Keller gerutscht sozusagen. Und auch kann es mit uns so gehen, beziehungsweise es gibt auch so einen lateinischen Spruch,
das Rad der Fortuna, also nicht unbedingt ein Spruch, aber ein Prinzip, das Rad der Fortuna, mit dem ich habe eine Krone, ich verliere meine Krone, ich suche meine Krone und ich gewinne meine Krone wieder. Und so ist der Kreislauf der Dinge sozusagen. Und ja, bei uns ist es natürlich, wenn wir Gott haben, dann haben wir etwas, was uns nicht mehr weggenommen werden kann. Trotzdem natürlich, solange wir auf der Erde wandeln, gibt es Situationen, wo wir uns so fühlen, als würde es bergab gehen. Aber Gottes Wege sind einfach, ja, solange wir an ihm festhalten, sind wir auf dem richtigen Weg. Auch wenn es eben manchmal so scheint, als würde es bergab gehen, weil eben das Ziel ist an einem bestimmten Ort, der vor uns liegt, und auf diesem Weg gibt es Berge und Täler, und nur weil es mal nach unten geht oder bergab geht, heißt es nicht, dass wir unser Ziel verfehlt haben, sondern es heißt, dass einfach nur gerade eine andere Phase in unserem Leben wirksam ist. Trotzdem sind wir noch auf dem Weg, solange wir eben mit Gott wandeln, solange wir mit Jesus Beziehung haben, solange wir im Heiligen Geist wandeln und der Heilige Geist in uns. Wir lesen dann weiter im nächsten Vers 25. Und sie setzten sich nieder, um zu essen, indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaeliten kommen von Gilead mit ihren Kamelen. Sie trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Wir haben also hier wieder eine Erwähnung von Ismael bzw. von seinen Nachkommen, die hier als Händler tätig sind. Die auch bis heutzutage die Ismaeliten oder viele Ismaeliten noch sehr gerne Handel treiben. Und ja, auch damals schon haben sie viel Handel getrieben. Von Ägypten bis Syrien, Libanon und wo auch immer. Alles mit Kamelen unterwegs durch Israel. Und ja, Sie sehen auch, was ihre Intention ist. Also die Jungs hier sehen, was die Intention dieser Karawane ist. Dass es eben Händler sind und dass sie auf dem Weg nach Ägypten sind. In das Land, das ja einfach auf der Handelsroute ist und gewisse Handelsgüter erwerben will. Weil einfach Ägypten eine Großstadt sozusagen ist, nicht Großstadt, aber ein Ort ist, an dem man Waren gut loswerden kann und schnell Geld machen kann sozusagen und gutes Geld machen kann. Und genau diese Leute sehen sie hier. Wir lesen dann weiter. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut vergießen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaeliten verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Auch Juda hier also eigentlich eine, er will zwar nicht so wie Ruben ihn befreien, aber immerhin will er ihn auch nicht töten. Also auch er positiv. Er macht gleich noch eine Win-Win-Situation, indem er nicht nur für Josef ist, so wie bei Ruben, sondern er ist gleichzeitig auch noch, er versucht etwas aus der Situation zu schlagen und schlägt hier einfach vor, ihn zu verkaufen an die Ismaeliten, hofft natürlich dabei auch, dass oder weiß, dass dabei auch was für sie herauskommt als Brüder, während wenn sie ihn verkaufen würden, würde natürlich nichts für sie dabei herauskommen, außer eine Strafe wahrscheinlich von ihrem Vater, falls er das mitkriegen würde,
und eine Strafe von Gott sowieso, beziehungsweise eine Schuld vor ihrem Vater und eine Schuld vor Gott. Wir lesen dann weiter: Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaeliten, die brachten ihn nach Ägypten. Wir haben hier einmal komischerweise die Erwähnung, es waren midianitische Kaufleute, andererseits aber die Ismaeliten. Wir wissen, dass beides waren Kinder von Abraham, also Midian und Ismael. Interessanterweise ist auch, dass die sofort erkannt haben, was das für ein Volk ist, von weitem. Wahrscheinlich einfach hier als Zeichen für, es waren Verwandte Abrahams Kinder, einfach Abrahams Nachkommen. Eventuell waren es auch midianitische und ismaelitische Nachkommen, die hier unterwegs waren. Auf jeden Fall verkaufen sie Josef an die, die nehmen ihn dann natürlich mit. Ruben kommt dann später wieder und will ihn befreien, aber er ist nicht da. Und sie tränken dann den Rock, dieses Kleid, dieses Gewand von Josef, tränken sie in Ziegenblut, damit es nachher so aussieht, als würde Jakob da von einem gerissenen Tier, von einem Tier gerissen worden sein. Sie bringen dann auch den Rock zum Vater, also zu Jakob. Und es heißt dann in Vers 33, er erkannte ihn aber und sprach: Es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seines Sohnes Willen lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid hinabfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Als die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar des Pharaos Kämmerer und Obersten der Leibwache. Wir haben jetzt hier verschiedene Verse. Zum einen, Jakob erkennt natürlich sofort, dass es das Kleid ist, was er für Josef gemacht hat. Ist dann natürlich überwältigt von Trauer, logischerweise, wenn sein Sohn stirbt, eventuell auch ein Lieblingssohn stirbt. Und will hier eigentlich nichts mehr wissen. Die anderen versuchen ihn zu trösten. Interessanterweise steht hier auch seine Töchter, da wir nur eine Tochter kennen, und zwar Dina, die erwähnt wird. Heißt es natürlich, dass hier auch seine Schwiegertöchter involviert sind und ihn trösten wollen, was zeigt, dass seine Schwiegertöchter oder zumindest die ihn trösten wollen, eventuell sind das ja nicht alle, eigentlich gute Schwiegertöchter sind, die sich sorgen um ihren Schwiegervater. Finde ich eigentlich sehr cool. Wird sonst nicht so häufig in der Bibel erwähnt, dass Schwiegertöchter so cool sind zu ihren Schwiegervätern, weil die meistens gar nicht so viel Kontakt haben, also miteinander. Aber hier auf jeden Fall eine coole Sache, und so sollte es natürlich auch sein. Und wahrscheinlich war es auch so, aber es wird halt nicht so häufig erwähnt. Weiter, wie gesagt, lesen wir, oder was ich noch interessant fand, ist, dass Jakob sagt, er wird hier hinabfahren zu seinem Sohn. Das ist ein Riesenthema, was wir in einem eigenen Video mal machen können.
Ich will einfach nur euch schon mal warm halten für dieses Thema oder gespannt halten für dieses Thema. Totenreich bzw. Jenseits bzw. Himmel und Hölle bzw. Punkt, Punkt, Punkt. Lasst euch überraschen, was da kommen wird. Es ist sehr interessant und hier auf jeden Fall die erste Stelle, die zu diesem Thema passt. Und deswegen mit dieser interessanten Information, dass Jakob sagt, er wird hinabfahren in das Totenreich zu seinem Sohn, entlasse ich euch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir hören uns spätestens im nächsten Kapitel, hoffe ich. Und ich wünsche euch einfach nur einen gesegneten Tag, eine gesegnete Woche. Tschüss. Und Amen.